Zählt ihr noch ein oder? Okay. Meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Saal, aber auch an den unterschiedlichsten Bildschirmen zu Hause, seien Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Abendveranstaltung mit dem schönen Titel Erinnerungsdebatten. Und nun möchte ich, bevor ich einige inhaltliche Anmerkungen mache, vor allem unsere sehr interessanten und guten Gäste für die anschließenden Diskussionsrunden begrüßen. Sehr geehrte Frau Hertha Däubler-Gmelin, sehr geehrte liebe Evelyn Zupke, liebe Marianne Bürtler, liebe Judith Enders, liebe Vera Wolfskämpf, lieber Uwe Neumerker, lieber Markus Meckel, der zugleich der Vorsitzende unseres Stiftungsrats ist, aber natürlich auch lieber Ralf Jessen und lieber Herr Galander, als Vertreter von unserem Kooperationspartner bei diesem Projekt vom Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland und gleichwertige Lebensverhältnisse, mit dem wir dieses Projekt gemeinsam realisiert haben. Was sind denn eigentlich diese Erinnerungsdebatten? Und wenn wir uns über 30 Jahre zurückerinnern, dann ging es damals nicht nur um die gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Umgestaltung der DDR nach der friedlichen Revolution und während des Prozesses der deutschen Einheit, sondern von Anfang an sehr starkes Thema war die Frage, wie gestaltet die demokratisierte DDR, aber auch dann das vereinte Deutschland eigentlich die Erinnerung an die beiden Diktaturen in Deutschland, also die nationalsozialistische Herrschaft zwischen 1933 und 1945 und die nachfolgende sowjetische Herrschaft, die kommunistische Diktatur bis 1989. Und noch vor dem Fall der Berliner Mauer, also mitten im Prozess des Ringens um die Macht, um die Umgestaltung in der DDR, hatte Ulrich Mühe am 30. September 1989 eine vielbeachtete Lesung aus dem damals in der DDR noch verbotenen Buch von Walter Janka, Schwierigkeiten mit der Wahrheit. Und in diesem Buch wurde ja zum ersten Mal eigentlich, Ulrich Mühe hatte dieses Buch damals noch aus West-Berlin nach Ost-Berlin mitgebracht und dann, weil er einer der Staatsschauspieler am Deutschen Theater war, aus diesem Buch eine Lesung veranstaltet. Und dieses Buch hatte einen unglaublichen Widerhall in der DDR. In der Folge erreichten das DDR-Radio, das diese Lesung aus dem Deutschen Theater übertragen hatte, und man hat den Eindruck, es ist eine Studioaufnahme. Es war aber das komplett überfüllte Deutsche Theater und der gesamte Vorplatz war ebenfalls von hunderten Menschen gefüllt und diese Lesung wurde auf diesen Vorplatz übertragen. Und in der Folge erreichte das DDR-Radio, das Deutsche Theater, aber auch andere Einrichtungen, die Kirchen, tausende von Zuschriften, in denen viele DDR-Bürger ihre Erfahrungen mit Unrecht, mit Verbrechen, mit Benachteiligung, mit Diskriminierung, mit Unterdrückung in der DDR beschrieben haben, wo sie darüber klagten, dass sie nichts wüssten über das Schicksal der verschwundenen Familienangehörigen. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich völlig klar, dass die Frage, wie demokratisiert man auch die Erinnerung an eine vielfach zurechtgebogene Vergangenheit in dieser DDR, wie kann das gelingen? Wenn Sie sich auch erinnern, der erste inhaltliche Beschluss der einzigen frei gewählten Volkskammer in der DDR bezog sich genau auf diese Fragen, nämlich wie gestalten wir Erinnerungskultur? Und es ging dabei vor allem darum, wie wird auch die Erinnerung an den Nationalsozialismus und dessen Verbrechen und diese Terrorherrschaft in eine demokratische Erinnerungskultur der damals ja noch bestehenden DDR integriert. Und das beinhaltete vor allem auch eine Entschuldigung an den Staat Israel und die jüdische Gemeinschaft für all das, was in der DDR nicht vorgenommen worden ist. Das heißt, all diese Debatten zeigten damals schon, dass die DDR sowohl bildlich als auch real doch noch sehr viele Leichen nicht nur im Keller liegen hatte. Die Frage, wie mit der kommunistischen Vergangenheit in einer demokratisierten DDR und also später auch im vereinten Deutschland umzugehen sei und wie die gesamtdeutsche Erinnerung gestaltet werden könnte und müsste, war eine Frage, die sehr kontrovers diskutiert worden ist. Und damals herrschte ja auch im In- und im Ausland die Furcht,
ob berechtigt oder nicht, das hat sich ja später herausgestellt, dass es nicht berechtigt war, dass das Vereinigte Deutschland sich von der Verantwortung und der Schuld für die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs und im Nationalsozialismus befreien könnte und sich nur mehr auf die Opferrolle Deutschlands konzentrieren könnte. Die Opfer der kommunistischen Herrschaft, die Opfer der Sowjetunion, die Opfer Moskaus. Und all diese Fragen sind natürlich an den zentralen runden Tischen in der einzigen frei gewählten Volkskammer der DDR, im damals noch bestehenden Westdeutschen Bundestag und dann aber nach Dezember 1990 in der ersten gemeinsamen gesamtdeutschen, im gesamtdeutschen Parlament diskutiert worden und standen dann später ab 1992 natürlich ganz stark im Mittelpunkt der dann eingesetzten beiden Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages, die ja auf Anregung von Markus Meckel durch einen interfraktionellen Beschluss ins Leben gerufen wurde. Das heutige Erinnerungsportal oder die Erinnerungsdebatten, die wir heute vorstellen wollen, bilden sozusagen auch einen Schlussstein in der Dokumentation dieser unterschiedlichen Debatten, der Erinnerungen an diese Debatten, der verschiedenen Schwerpunkte, die sowohl die letzte DDR-Regierung in ihrer Regierungszeit gesetzt hat und die später zwischen 1992 und 1998 von den beiden Enquete-Kommissionen gesetzt wurden. Und ich möchte nur, weil wir in diesem Jahr auch oder vor allem an den Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953 vor nunmehr 70 Jahren erinnern, ein ganz kurzes Schlaglicht auf dieses Portal, was wir Ihnen heute präsentieren wollen, geben. Und es ist kaum verwunderlich oder vielleicht doch verwunderlich, dass 1989/90 die Frage des 17. Juni kaum eine Rolle spielte. Und wenn es eine Rolle spielte, dann tatsächlich vor allem bei der Frage, sollte man den Feiertag, den nationalen Gedenktag am 17. Juni beibelassen oder nicht? Und wir wissen ja auch alle, wie das ausgegangen ist. Ja, Sie sehen, es gibt hoffentlich viel zu entdecken auf diesem Portal. Aber was da alles zu entdecken ist, das wird Ihnen meine Kollegin Frau Dr. Sabine Kuder, die Leiterin unseres Bereichs Public History, die mit ihren Kolleginnen Frau Iris Bauer und Frau Rebecca Eberhardt dieses Portal auf die Beine gestellt hat, mit Unterstützung unseres Kooperationspartners, des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland und gleichwertige Lebensverhältnisse. Sie wird Ihnen nun einen genaueren Einblick gewähren, bevor es dann in den drei Diskussionsrunden hier auf dem Podium unter der bewährten Führung von Vera Wolfskamp um ja, einige Detail- oder nicht Detail-, aber vertiefende Fragen gehen wird. Vielen Dank. Tja. So, etwas theatralisch, aber sehr geehrte Damen und Herren, das war der Startschuss. Nun steht es online, unser Themenportal Erinnerungsdebatten 1989 bis 1992. Ich will schon mal jetzt sagen, Sie können das auch auf Ihrem Smartphone angucken, aber vielleicht tun Sie es erst nach der Veranstaltung. Aber es funktioniert auch, also auch auf allen Geräten. Erinnern Sie sich noch daran, wie die FDP 1991 im Bundestag forderte, den Palast der Republik als erweiterten Sitz für das Deutsche Historische Museum zu nutzen? Zitat: Dieses Gebäude als Geschichtsdokument im Zusammenhang mit dem Historischen Museum zu erhalten, wäre ein Zeichen der Souveränität im Umgang mit unserer jüngsten Geschichte. Zitat Ende. Oder wie Marianne Klappert von der SPD im September 91 im Bundestag davon sprach, dass bei der, Zitat, Förderung von Mahn- und Gedenkstätten in den neuen Bundesländern sichergestellt sein muss, dass die Förderung nicht einäugig ist und es eine selektive, nur auf den Nationalsozialismus beschränkte Erinnerung dort wie hier nicht geben darf. Auch dieses dort wie hier fällt einem ja heute, 30 Jahre später, nochmal auf. Oder, Frau Kaminski hat darauf schon hingewiesen, können Sie sich noch daran erinnern, dass Antje Vollmer von den Grünen Anfang 1989 anregte, statt des 17. Juni-Feiertages künftig lieber den 1. September als Antikriegstag zu begehen.
Anlässlich des 50. Jahrestages des Überfalls auf Polen meinte sie, dies sei 1989 auch ein gutes Datum, um die Entschädigung der ehemaligen NS-Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in die Wege zu leiten. Seitdem sind nun schon mehr als 30 Jahre vergangen. Wie Frau Kaminski schon erläutert hat, haben wir vor einigen Jahren zwei Themenportale erarbeitet und veröffentlicht, die sich dieser Zeit nach 1989 widmen. Zum einen das Portal zur letzten und auf den einzig freien Wahlen beruhenden DDR-Regierung 1990 und zum anderen das Portal Enquête Online, auf dem wir die Arbeit der beiden Enquete-Kommissionen von 92 bis 98 nachzeichnen und die 32 Bände mit mehr als 29.000 Seiten online stellen, was auch, muss man sagen, rege Nutzung findet. Es war uns immer klar, dass die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in der zeitlichen Lücke zwischen diesen beiden Zeitfenstern ebenfalls zugänglich gemacht wurde, werden muss. Vieles von dem, was damals debattiert wurde, wirkt bis heute nach, ist nach wie vor offen oder entwickelt sich weiter. Und so machten wir uns daran, ein Konzept zu entwickeln, wie wir uns diesem doch sehr umfangreichen Sujet nähern könnten. Im Ostbeauftragten der Bundesregierung, Frau Kaminski wies schon darauf hin, fanden wir einen Kooperationspartner, der zusammen mit uns das Vorhaben finanziell schulterte. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit auch bei diesem Vorhaben. Es ist ja wunderbarerweise nicht das einzige. Ich möchte Ihnen das soeben halt online gegangene Themenportal kurz vorstellen möchte, aber vor allem, und das ist mir als Projektleiterin eine Freude und vor allem auch ein Anliegen, die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen an alle, die dies ermöglicht haben. Ziel des Portals war und ist es, die Debatten über den Umgang mit NS- und SED-Vergangenheit auf staatlich-politischer Ebene abzubilden. Hierfür betrachteten wir den zentralen runden Tisch 89-90, die letzte und einzig frei gewählte DDR-Volkskammer 1990 sowie den Bundestag vor und nach der Wiederherstellung der deutschen Einheit 1989 bis 1992. Ich zeige Ihnen jetzt parallel immer ein paar Folien, aber die sollen Ihnen nur so einen kleinen Appetithappen sein und Sie dazu auch vielleicht anregen, dieses Portal sich mal anzuschauen. Das ist natürlich sehr, sehr viel umfangreicher und man kann wahrscheinlich deutlich mehr als ein paar Nachmittage damit zubringen, die damaligen Debatten Revue passieren zu lassen. Wir haben anhand der Tausenden von Protokollseiten 8 zentrale Themenbereiche ausgewählt. Sie sehen hier die bewusst kurz gehaltenen Kapitelüberschriften. Das provoziert manchmal, das soll es auch. Wir verfolgen die Debatten um eine neue und dann auch um eine gesamtdeutsche Verfassung. Wir zeigen, welchen Fokus die einzelnen Parlamente im Hinblick auf die legten, die in Opposition zum DDR-Regime standen und repressiert worden sind. Ebenso wie auf die, die die Verantwortung hierfür trugen. Wir verfolgen, wie die Frage des Aktenzugangs diskutiert und geregelt wurde und natürlich auch die Frage nach dem Umgang mit dem Partei- und Staatsvermögen. Und nicht zuletzt schauen wir, wie die Aufarbeitung debattiert wurde und wie sich die Beteiligten bei Fragen der künftigen Erinnerung festlegen. Interessant, so viel sei vielleicht an dieser Stelle vorweggenommen ist, manche von Ihnen erinnern sich vielleicht auch noch daran, wie sehr vor allem im Bundestag die Debatten um den Umgang mit der kommunistischen Diktatur immer vor dem Hintergrund und unter Einbeziehung der Debatten um den Umgang mit dem NS-Regime geführt wurden. Die Motive dafür sind sicherlich unterschiedlich gewesen. Die Dokumentation der Debatten begleiten wir durch zahlreiche Zitate, historische Fotos, Videointerviews mit damaligen politischen Akteurinnen und Akteuren und Originalmitschnitte von Debatten. Zahlreiche, um nicht zu sagen unzählige Dokumente, runden das vielfältige Bild ab. All diese Inhalte vermitteln einen Eindruck davon, wie intensiv die Debatten damals waren und wie sehr bei manchen Themen gerungen wurde. Und auch, wie bei manchen Fragen klar geäußert wurde, dass diese Entscheidungen möglicherweise Widerstand und Protest von Betroffenen hervorrufen würden. Wir erzählen, neudeutsch gesagt, also anhand von 32 langen Webstories, also 8 Themen in 4 Parlamenten, die Debatten um Erinnerungskultur und den Umgang mit NS- und SED-Diktatur auf staatlich-politischer Ebene. Wir bilden Themen, Debatten, Akteure, Meinungen, Schwerpunkte und Entscheidungen ab. Damit möchten wir einen Beitrag zur Einordnung der Erinnerungspolitik der Transformationsgesellschaft 89 bis 92 im deutschen und auch europäischen Aufarbeitungsprozess leisten und wir möchten auch die damaligen Akteure in den Blick rücken.
Dabei bieten wir zwei Zugänge an, zum einen über die 8 Themen selbst und zum anderen über die 4 Parlamente. Sie können sich also in einem Thema auch zwischen den Parlamenten bewegen, also beispielsweise eine Debatte chronologisch durch alle 4 Häuser verfolgen, oder Sie interessieren sich vorrangig für die Debatten, zum Beispiel in der Volkskammer, dann bietet die Webseite auch diesen Zugang. Finden Sie also Ihren eigenen Weg. Es war, diese Anmerkung möchte ich zuletzt noch anführen, im Arbeitsprozess manchmal nicht einfach, dem grundlegenden Gedanken der Dokumentation zu folgen. Zu viel ist in den vergangenen 30 Jahren seither diskutiert worden, was damals natürlich nicht bekannt war. Dies nochmals als Hinweis, dass wir hier die Debatten in den 4 Parlamenten abbilden und dokumentieren, interpretieren tun wir sie nicht. In den vergangenen 2,5 Jahren wurde dieses Portal insbesondere von 2 Kolleginnen umgesetzt, denen ich an dieser Stelle sehr herzlich danken möchte. Iris Johanna Bauer und Rebecca Eberhardt. Sie haben sich unermüdlich durch die tausenden Protokollseiten gewühlt, haben Interviewpartner und Archivmaterialien recherchiert, Fotobestände durchforstet, Dokumente gesichtet, Interviews bearbeitet und vieles mehr. Und sie haben zudem noch eine internationale Konferenz und eine 10-teilige Online-Veranstaltungsreihe mit organisiert und durchgeführt. Ein wirklich wahres Mammutprogramm, das mit dem heutigen Tag und dem Herzstück des Projekts seinen Höhepunkt und Abschluss findet. Liebe Frau Bauer, liebe Iris. Das muss jetzt natürlich sein an der Stelle. Bitte. Liebe Iris, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, Iris ist heute Abend hier. Rebecca hat sich nach Ende oder vorläufigem Ende auf eine kleine Weltreise begeben und ist heute Morgen wieder in Frankfurt und meinte, sie würde online zugucken. Liebe Rebecca, unseren virtuellen herzlichen Dank auch an dieser Stelle. Und ich möchte natürlich auch den beiden studentischen Mitarbeiterinnen, Henriette Hartung und Carlotta Stauch, die dort vorne und dort draußen sind, auch herzlich danken. Auch die beiden haben ihren Anteil daran, dass dieses Vorhaben gelungen ist. Danken möchte ich an dieser Stelle natürlich auch nochmal allen Zeitzeugen, die uns einen persönlichen Eindruck gegeben haben oder einen persönlichen Einblick in die damalige Zeit ermöglicht haben und uns auch ihre heutige Einschätzung zugänglich gemacht haben. 3 davon haben wir heute Abend hier und werden wir auch nachher im Gespräch hier erleben. Herzlichen Dank bereits hier, liebe Frau Professor Däubler-Melin, liebe Marianne Bürtler und lieber Markus Meckel. Ich finde auch, das ist ein Abend des Applauses, das ist auch sehr schön, nach 2,5 Jahren. Und der Firma Hofrichter und Jacobs möchte ich herzlich bedanken, aus vor allem Matthias Hofrichter, dort hinten sitzt er, der diese Interviews mit den ehemaligen mitwirkenden Beteiligten durchgeführt hat. Danken möchte ich auch allen Archiven, die uns unkompliziert und schnell den Zugang zu den Materialien und vor allem die Online-Stellung ermöglichten. Das ist ja immer noch mal die zweite Frage. Das war insbesondere das Bundesarchiv, das Deutsche Rundfunkarchiv und das Archiv der Robert-Havemann-Gesellschaft. Und das war auch das Archiv des Bundestages. Ulrike Herrmann hatte sich angemeldet heute Abend, ich weiß jetzt nicht, ob sie da ist, auch diesem Parlamentsarchiv herzlichen Dank für die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit. Nicht zuletzt möchte ich auch unserer Webagentur, die Designerei, danken, die uns dabei half, diese umfangreichen und sehr vielfältigen Materialien in ein übersichtliches und auch leicht zugängliches Design umzuwandeln. Lange ist es nun schon her, aber vieles von dem, was damals debattiert wurde, hat seine Wirkung bis heute. Daher freue ich mich sehr, dass wir heute nicht nur das Portal der Öffentlichkeit vorstellen, sondern nun folgend in 3 Gesprächsrunden ausgewählte zentrale Fragen mit unseren Podiumsgästen diskutiert werden. Moderiert werden die Gespräche von Vera Wolfskamp vom ARD Hauptstadtstudio. Herzlich willkommen nochmal. Und die Podiumsgäste, die Frau Wolfskamp aber jetzt gleich nun mal vorstellen wird. Wir wollen aber jede dieser 3 Gesprächsrunden einleiten mit einem kleinen medialen Einstieg. Wir haben aus den Interviews mit den damals Beteiligten ganz kurze Zusammenschnitte gemacht. Längere Interviewausschnitte finden Sie dann natürlich auf dem Themenportal und die kompletten Interviews finden Sie im Archiv unseres Hauses. Unsere erste Gesprächsrunde wird sich dann dem Stellenwert von Nationalsozialismus und Kommunismus in unserer Erinnerungskultur widmen. Ich
darf herzlich nochmal Danke sagen für Ihr Kommen. Wir freuen uns, wenn Sie auch dieses Portal, das ist ja nicht das einzige, ich weiß, habe die Anzahl vergessen, den Überblick verloren, 8 oder 10 Portale haben wir ja mittlerweile. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir können jetzt den ersten Film starten. Das andere ist, dass die Aufarbeitung der NS-Diktatur in Deutschland höflich formuliert nicht in Ordnung war. Im eigenen Interesse hat natürlich in manchen Köpfen die Tatsache hervorgelockt, das dürfen wir uns mit der SED-Diktatur nicht auch noch mal leisten. Das sind ja nun zwei völlig unterschiedliche Modelle. Also wenn man Jochen Gauck fragt, dann sagt er, weil die NS-Geschichte so spät und so unvollkommen aufgearbeitet wurde, mussten wir das von Anfang an machen. Und ich sehe auch in der Aufarbeitung der SED-Diktatur eine falsche Korrektur der Aufarbeitung der NS-Geschichte. Wir haben damals verstärkt natürlich die Geschichte der DDR aufgearbeitet, von 1945 bis 1989 und danach. Und in dem Zusammenhang natürlich auch nochmal die Nachkriegsgeschichte oder die Geschichte von 1932 bis 1945 und mussten uns dann der Frage stellen, wie entstehen Diktaturen und wie vergehen Diktaturen? Ich glaube, es gab so die Diskussion über diesen verordneten Antifaschismus, also dass dieses Geschichtsbild in der DDR nicht gestimmt hat. Und im Grunde genommen die Aufarbeitung des Faschismus auch sehr halbherzig, sehr fragwürdig gelaufen ist. Vor allen Dingen wurde das alles als kommunistischer Widerstand dargestellt und sowas. Aber die Vertiefung hat in der Volkskammer aus meiner Sicht nicht in dem Maße stattgefunden. Es hat nicht gereicht, die Zeit. Es waren ja so viele wichtige Themen zur gleichen Zeit zu bearbeiten, dass das nur unterschwellig zur Sprache gekommen ist. Erinnerungsdebatten. Guten Abend, mein Name ist Vera Wolfskämpf und ich werde durch die nächsten 3 Gesprächsrunden führen, die wir als Städtischrunden hier oben veranstalten. Und für die erste bitte ich Markus Meckel und Uwe Neumerker zu mir auf die Bühne. Vielen Dank. Genau, Sie nehmen jeder ein Mikrofon zu sich. Hallo. Ich stelle Sie als erstes kurz vor, denn wir haben auch nur etwa 15 Minuten fürs Gespräch, also bleibt auch nicht viel Zeit für die Vorstellung. Markus Meckel war 1990, die fragliche Zeit, der letzte DDR-Außenminister, dann im Bundestag und hat dort die vorhin schon erwähnte Enquete-Kommission Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland initiiert. Und Uwe Neumerker ist Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Vielen Dank, dass Sie beide da sind. Wir wollen sprechen über den Stellenwert der Aufarbeitung des Kommunismus und des Nationalsozialismus in der Erinnerungskultur. Und vielleicht greifen wir ein bisschen die Stimmen auf, die wir eben gehört haben. Das war ja so ein bisschen ein interessantes Spannungsfeld zwischen, gab es in der Aufarbeitung der SED-Diktatur eine richtige oder eine falsche Korrektur dessen, was vielleicht mit der NS-Diktatur nicht gelungen war für eine Zeit. Herr Meckel, wie würden Sie es denn einschätzen? Also wir waren überzeugt, 1989, dass zum Aufbau einer Demokratie notwendig ist, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Das war einfach schlicht der Fall und das war keine neue Erkenntnis, sondern davon waren wir auch schon vor 89 überzeugt. Jedenfalls die Defizite der Aufarbeitung im Westen ist mir seit meinem Studium in 70er Jahren sehr deutlich gewesen. Von daher war das ein zentraler Punkt. Der zweite Punkt, dass die SED natürlich diese Verantwortung für den Nationalsozialismus abgelehnt hat. Und deshalb war es die zentrale Aussage, dass wir nach der freien Wahl ganz unmittelbar mit der zweiten Sitzung der Volkskammer, das heißt am 12. April,
gewissermaßen als Gesamtprogramm uns in die Verantwortungsgeschichte der Deutschen gestellt haben, mit dieser vorhin schon erwähnten Erklärung des 12. April, die aber wiederum nicht allein den Nationalsozialismus zum Thema gemacht hat, sondern wir wussten es damals nicht besser. Wir haben zum Beispiel auch selbstkritisch den Einmarsch der Volksarmee in die Tschechoslowakei 1968 kritisiert, weil wir noch nicht wussten, dass die nämlich an der Grenze dann doch nicht die Grenze überschritten haben, weil die Sowjets im letzten Augenblick gesagt haben, deutsche Uniform in Prag ist vielleicht doch nicht so toll. Aber vorbereitet war es und die sowjetischen Panzer gingen natürlich auch aus der DDR dann dorthin. Also wir haben uns übrigens auch dann entschuldigt bei den Völkern der Sowjetunion. Übrigens nicht nur Russland, was ja manchmal dann nachträglich so betrachtet wurde, als wenn die Sowjetunion immer dann auf Russland allein fixiert wird. Wir haben diesen Fehler jedenfalls 1990 nicht gemacht. Danach war natürlich die zentrale Frage, worauf fokussiert man die Frage der Aufarbeitung? Und es ist ja dann oft im Westen gedacht worden oder übrigens auch im Ausland, dass wir in Deutschland das so früh gemacht haben, weil natürlich die Bundesregierung uns das gesagt hat. Aber ich kann nur sagen, die Bundesregierung war nur die allerletzte, die Interesse daran hatte. Die hat eher verhindern wollen, dass die Akten offengelegt werden. Wir haben das in der DDR durchgesetzt. Wir haben das in der Volkskammer beschlossen. Es musste dann wirklich in schwierigen Verhandlungen mit der Bundesregierung durchgesetzt werden, die Akten zu öffnen. Und dann aber auch dieses als ein breites Thema zu behandeln. Als ich dann diesen Vorschlag für die Enquetekommission gemacht habe, hatte das auch den Hintergrund, dass die Debatte auch in der Öffentlichkeit allzu sehr auf die SED, nicht nur auf die SED, sondern auf die Stasi fokussierte. Und hier deutlich zu machen, das ist eine Aufgabe, die das gesamte Parlament hat und deshalb auch eine Enquetekommission, das heißt, wo das Parlament sich selber instand setzt, überhaupt erstmal bewusst werden muss, welche Breite das Ganze hat und dass es ein sehr breites und integratives Anliegen ist. Vielen Dank. Ja, viele Puzzleteile sozusagen, die zu der Aufarbeitung gehört haben und die aus Ihnen selbst heraus, wie Sie betont haben, kamen, was ja auch ein Unterschied sicherlich ist zur Aufarbeitung der NS-Diktatur. Wie würden Sie es denn sehen? Ist es eher eine gute Korrektur gewesen, es jetzt anders zu machen oder hat man dann überzogen? Geschichtsaufarbeitung kann man nicht überziehen. Das ist grundlegend. Es war natürlich die Erfahrung einer in beiden deutschen Staaten viel zu späten Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Und die ist ja noch immer nicht abgeschlossen. Die ist eine gesamtdeutsche Aufgabe, genau wie die Aufarbeitung der SED-Diktatur. In beiden deutschen Staaten hat es in den frühen 80ern so richtig begonnen, aber eigentlich nicht von oben, sondern von unten. Die SED, ich bin ja auch aus Ost-Berlin, was wir da in der Schule gelernt haben, wir haben viel über den Zweiten Weltkrieg gelernt, sicher über den Angriff auf Polen, die Sowjetunion und so weiter und so fort, aber den Kern des Nationalsozialismus, den Holocaust und die Massenverbrechen, war nicht Gegenstand oder ideologisch vereinnahmter Gegenstand. Und es gab ja dann Ende der 80er Jahre in West-Berlin eine Initiative von Lea Roos für ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas hier in Berlin. Dann kam der Fall der Mauer und ich glaube, die Diskussion um dieses Denkmal plus die Enquete-Kommission haben die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und auch der SED-Diktatur vorangetrieben, auch mit Blick auf die Nachbarn, vor allem Polen, die ja immer noch zu Recht trauern oder sauer auf uns sind, dass dieser 1. September, und ich fand den Gedanken, das wusste ich gar nicht, sehr sinnvoll, dass das eigentlich der Tag wäre, an dem die Deutschen gedenken sollten, der 1. September 39 als Beginn des Zweiten Weltkrieges und einer Terrorherrschaft, Massenverbrechen in ganz Europa, dass dieser Tag eigentlich im deutschen kollektiven Gedächtnis nicht verankert ist. Der war zwar zu DDR-Zeiten Weltfriedenstag, aber und im Westen gerne auch Antikriegstag, aber heutzutage ist er nicht mehr verankert. Insofern glaube ich schon, dass die Debatten um die Aufarbeitung beider Systeme in all ihren Unterschiedlichkeiten und sicherlich auch gewissen Parallelitäten sinnvoll waren, aber noch lange nicht abgeschlossen sind. Und haben die sich gegenseitig befördert oder würden Sie sagen, dass sogar 89, 90 dann wiederum die Aufarbeitung ohne diese Aufarbeitung, nicht die Aufarbeitung der NS-Diktatur so gestärkt worden wäre? Ja.
Ja, das würde ich eindeutig so sagen. Natürlich muss man auch sagen, dass gerade im sogenannten Beitrittsgebiet die frühen 90er Jahre auch durch ganz andere Debatten noch geprägt waren als die der Aufarbeitung der beiden Vergangenheiten. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Ja, wie stark war denn der Kampf sozusagen zwischen dem, dass man erstmal das alltägliche Leben organisieren muss und dann aber gleichzeitig zu sagen, Aufarbeitung muss jetzt schon anfangen? Gab es da Bestrebungen zu sagen, mal langsam, wir müssen erstmal ein paar andere Sachen klären? Wir waren uns natürlich bewusst, dass das der Fall ist. Posttotalitäre Gesellschaften kümmern sich normalerweise erst um etwas anderes. Und dann sind es jeweils nur kleine Minderheiten, die sich darum kümmern. Und das war übrigens dann auch genau der Hintergrund für den Vorschlag, den ich schon 1994 gemacht hatte. Damals war es erst Minderheitenvotum und dann haben wir es aber 1998 in einem breiten Konsens in der Kommission beschlossen, diese Stiftung hier zu gründen. Der Hintergrund war, dass wir sagten, wenn die meisten Themen in einem Föderalstaat für die Aufarbeitung sind Ländersache, Bildung, Kultur und all solche Dinge, wenn aber die östlichen Länder in ihren Mehrheiten, genau aus diesem Grund, da findet so etwas schwer Mehrheiten, dann auch kommunal. Das heißt, es ist eine nationale Aufgabe, deshalb brauchen wir eine Institution, die vom Bund finanziert wird. Ich habe gedacht, die Stiftung ist ein Stachel im Fleisch der Verdrängung. Das heißt, mit Bundesmitteln ein Instrument zu schaffen, das in die Gesellschaft die Minderheiten unterstützt, die das zum Thema macht, im Bewusstsein, dass es eine nationale Aufgabe ist. Mhm. Und das hat geklappt. Die Stiftung macht eine ganz gute Arbeit. Mhm. Da möchte ich vielleicht ergänzen. 98, 99 war ja auch der Höhepunkt der Debatten um das Holocaust-Mahnmal. Und die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas ist 99 gegründet worden. Nicht mit dem ganz so breiten Auftrag wie die Bundesstiftung zur Aufarbeitung. Sowas fehlt im NS-Bereich noch immer. Aber auch dieses Denkmal ist 2005 eröffnet worden. Also doch etwas einige Jahre nach Kriegsende, möchte ich es mal nennen. Ja. Und die Enquetekommission, um das noch zu sagen, die Enquetekommission hat das erste einen Entwurf gemacht für ein Gedenkstättenkonzept, das dann übrigens die neue Bundesregierung ab 98 zu einem hohen Anteil umgesetzt hat. Und wenn Sie sagen, die Wirkung, schauen wir uns nur an, Dachau. Dachau hatte bis dahin keine Bundesförderung. Viele Gedenkstätten, auch im NS-Bereich, sind sozusagen erst da durch diese grundlegende Zusammenschau zum Thema gemacht worden. Und was ich heute sehe, ist auch ein großes Defizit in Deutschland, dass wir eine sehr gesplittete Erinnerungskultur haben. Mhm. Die einen kümmern sich um Kommunismus, das kann man bis hin zu gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen. Machen Sie mal eine Liste und können Sie mal zuordnen. Die einen kümmern sich um Kommunismus, die nächsten kümmern sich um Nationalsozialismus. Hier dann sogar mit einem ganz besonderen Fokus auf den Holocaust. Anderes wird jetzt erst langsam stärker in den Blick gerückt mit diesem Dokumentationszentrum und anderen Verbrechen. Dann haben wir den Krieg, kümmert sich kein Schwein drum. Der Volksbund macht es leider nicht, der kümmert sich dann nur um die Friedhöfe. Dann haben wir Flucht und Vertreibung. Da haben wir inzwischen immerhin jetzt diese Stiftung, die eine sehr gute Arbeit macht. Aber von der gesellschaftlichen Gruppen her bleibt es allein beim BDV, der es in einer ganz bestimmten Art und Weise macht. Das heißt, eine integrierte Aufarbeitung des 20. Jahrhunderts, die dringend nötig ist, haben wir bis heute noch nicht geschafft. Ja. Würden Sie sich die auch wünschen, wenn wir jetzt bei der heutigen Betrachtung sind? Wo kann man denn da beieinander auch anknüpfen? Wie gesagt, beide Erinnerungen sind gesamtdeutsche Aufgaben. Und was Markus bemerkt oder kritisiert, fällt mir auch immer auf. Also ich bin oft der Einzige, der zu Veranstaltungen der SED-Diktatur geht, sei es Mauerfall oder sonst wie. Und umgekehrt ist Anna Kaminski eine der wenigen, die dann bei den Veranstaltungen zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus, also zur Gedenkveranstaltung, kommt. Ich finde das falsch. Klar, wir müssen Ursache und Wirkung benennen. Erst der Nationalsozialismus, dann Flucht und Vertreibung und die deutsche Teilung. Das ist so. Aber trotzdem ist es unser aller Aufgabe, sich all diese Ereignisse des 20. Jahrhunderts, zu dem jetzt ja auch noch der Kolonialismus und auch die Orte der Demokratiegeschichte, das sind ja alles wichtige Dinge, aber zu sagen, wir brauchen eine übergeordnete
Gedenkstättenkonzeption einer übergeordneten Erinnerungspolitik, die sich die Frage stellt, wessen wollen wir uns erinnern, an wen richten wir uns eigentlich, was sind die Formen im 21. Jahrhundert, das ist dringend geboten. Und wenn wir uns in diesen verschiedenen Punkten das Bewusstsein mal anschauen, würde ich sagen, so aus der Wahrnehmung in den Medien, in der Politik, auch in der Schulbildung, ist die NS-Diktatur immer sehr im Fokus und auch sehr breit und in die Tiefe gehend. Während die SED-Diktatur und das DDR-Regime, wenn es in der Schulzeit man gerade noch Platz hat, vorkommt und ansonsten eben zu bestimmten Gedenktagen an bestimmten Orten mit verschiedenen Erinnerungsportalen mal wieder aufkommt. Aber sehen Sie da auch ein Ungleichgewicht in der Erinnerung und Aufarbeitung? Ja, das ist natürlich noch der Fall. Es hat viele Gründe. Unter anderem den Grund natürlich, dass man in Deutschland ganz allgemein, also ich bin jetzt mal ein bisschen pauschal, aber ein Bundesbürger, ehemaliger Bundesbürger meines Alters, und auch manche Jüngere noch, denken eigentlich, deutsche Geschichte ging gemeinsam bis 1945, dann ging sie im Westen weiter und dann ab 1990 wieder gemeinsam. Dann gibt es einen Osten, die Geschichte von SPZ und DDR, die ist was für Spezialisten und für Betroffene. Dass man aber begreift, dass die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts eine geteilte Nachkriegsgeschichte ist, die uns gemeinsame geteilte Nachkriegsgeschichte ist, wo keine der beiden Staaten wirklich verständlich ist, ohne den Bezug auf den anderen. Das ist bei sehr vielen, ich sage bei den allermeisten, ich könnte viele Beispiele nennen, bis in die jüngste Gegenwart hinein, überhaupt nicht bewusst und ist eine zentrale Aufgabe, die bis heute geht. Und dann eben natürlich nicht nur diese Zeit, insofern das ganze Jahrhundert, aber auch das zu begreifen, heißt dann eben auch, wir müssen auch an manchen Stellen kritisch in Bezug auf die alte Bundesrepublik gucken, ob das nun die Frage der Heimkinder ist und ganz viele Dinge. Die Fragen der Aufarbeitung, die Fragen zum Beispiel der deutsch-polnischen Grenze und so. Es gibt ganz viele Dinge, wo dann spezifische Zugänge da sind, beziehungsweise spezifische Defizite. Den Applaus. Nun können sich Gedenkstätten immer nur einen bestimmten Aspekt widmen. Was können Sie denn leisten, wenn man auf Erinnerungen und Aufarbeitung, aber eben auch für den Blick in die Zukunft, den Blick in die Zukunft richtet? Ja, zum einen wäre der Blick in die Zukunft ein nicht nur deutscher, sondern ein europäischer. Das nicht nur nach Osteuropa, sondern auch nach Westeuropa. Das gilt für den Nationalsozialismus und die Besatzungsherrschaft genauso für die Zeit danach. Auch der Blick nach Polen ist da zentral, aber auch der Blick in die Ukraine oder nach Belarus. Gefühlt ziert Adolf Hitler den Spiegel 6-mal im Jahr auf den Titel. Aber das Wissen um den Nationalsozialismus, insbesondere bei jungen Menschen, bei Schülern, bei angehenden Lehrern, entspricht leider nicht dem Anspruch, den dieses Land haben müsste. Das gilt für die SED-Diktatur genauso. Wir haben also ein grundsätzliches Problem in der Geschichtsvermittlung. Und wir Gedenkstätten, Gedenkorte, Erinnerungsorte, wir sind sicherlich auch außerschulische Lernorte. Aber wir können Schulunterricht nicht ersetzen. Wir können Studium nicht ersetzen. Wir können darauf aufbauen. Und es hängt leider viel zu sehr von den einzelnen Lehrern ab, welchen Stoff sie wie intensiv behandeln und mit welcher Vorbereitung Menschen unsere Gedenkstätten, also die nationalsozialistischen oder die für die Opfer des Nationalsozialismus besuchen, ebenso wie Hohenschönhausen oder Hoheneck. Das ist leider so. Und ich denke, das ist ein grundsätzliches Problem. Und an der Stelle muss man mal sagen, stößt der Föderalismus auch an seine Grenzen, was die Bildungspolitik betrifft. Noch ein anderes Thema, genau. So viel Zeit bleibt uns heute leider nicht. Uns bliebe noch Zeit für ein, zwei kurze Nachfragen. In dieser Runde, dann kommen ja zwei weitere, wo wir sicherlich auch noch ein paar Themen ansprechen werden. Wenn Sie eine Frage haben, hätten Sie jetzt die Gelegenheit oder im Anschluss an die Veranstaltung auch noch mal 1:1. Ich sehe erstmal keine weiteren Fragen, dann würde ich Ihnen beiden danken. Ach doch, jetzt haben Sie eine Frage. Dann warten Sie ganz kurz, kommt ein Mikrofon zu Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Hanna-Maria Liedtke, Berlin. Mir geht es um die Migrationsgesellschaft, die wir sind, und die Einwanderungsgesellschaft, wo da in der Erinnerungsdebatte zum Beispiel die große Zahl der Türkinnen und Türken oder Menschen mit türkischem Pass eine Rolle spielen und die Fragen, die Menschen, die auch zugewandert sind, betreffen. Und da auch zu schauen, nicht nur aus der Geschichte der DDR meinetwegen, was gibt es für
Erinnerungstage wie 17. Juni, sondern was sind auch die Tage und Ereignisse, die aktuell in den Ländern laufen, die von Menschen, die in der Bundesrepublik beheimatet sind, sehr zentral verfolgt werden und wo es da vielleicht auch so eine Idee von solidarischer Geschichtsaufarbeitung. Dankeschön. Herr Meckel, Sie wollten gerne antworten. Ich halte diese Migrationsfrage für ausgesprochen spannend, weil sie auch viel zu wenig berücksichtigt ist. Also was die Türken betrifft, war es natürlich eine Geschichte, die in die 60er Jahre in der alten Bundesrepublik sozusagen in besonderer Weise da ist und ein zentrales Thema ist. Wenn es um die DDR geht, denke ich etwa an die Vertragsarbeiter, sei es in Vietnam, aber bis heute haben wir zum Beispiel ein Problem und noch ein fehlende Bearbeitung der mosambikanischen Vertragsarbeiter. Da gibt es ein Defizit, es ist eine Opfergruppe, die wir nicht genügend und im Blick haben. Und ich bin Frau Zupke sehr dankbar, dass sie versucht, den Bundestag in diese Richtung darauf aufmerksam zu machen. Ich hoffe, dass in dieser Legislaturperiode dann auch etwas passiert. Und wenn ich einen dritten Punkt nennen kann, der wiederum positiv ist, dann ist es die Initiative im letzten Jahr der DDR, die nämlich nicht untergegangen ist, sondern demokratisch geworden ist und als solche dann in Verhandlungen in die Einheit gegangen. Und in dieser Zeit hat die DDR sowjetische Juden aus der Sowjetunion und später dann aus den ehemaligen entsprechenden Ländern eingeladen, damals gegen den Widerstand der Bundesregierung und hat aber den Anstoß so klar gegeben und dann auch die erste Praxis gehabt, dass der Bundesregierung nichts anderes übrig blieb, als dann 1991 mit den Kontingentflüchtlingen diese Praxis fortzusetzen, mit einem Riesensegen für Deutschland. Mehr als 200.000 Juden mit einer großen Pluralität in Deutschland. Das begann im letzten Jahr der DDR. Dankeschön. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann vielen Dank Ihnen beiden. Wir machen einen ganz kleinen Umbau, schauen noch mal, lassen uns noch mal einen Einblick geben in die Erinnerungsdebatten und machen dann weiter mit der zweiten Runde. Vielen Dank. Es fing im Bundestag für mich 83 an und eine der ersten größeren Initiativen, die ich da gemacht habe, war das Thema der vergessenen Opfer zu thematisieren. Also es gab ja eine gewisse Verständigung schon über die jüdischen Opfer, aber alle anderen Gruppen. Darum hatte sich niemand gekümmert, die Zwangsarbeiter, die Homosexuellen, die Sinti und Roma und so weiter. Und wir haben damals, übrigens mit Unterstützung von Hildegard Hamm-Brücher, die an diesen Fragen auch sehr interessiert war, eine Anhörung im Bundestag gemacht über die vergessenen Opfer. Das Zweite war eben, wenn irgend möglich, den Opfern dieser Diktatur, dieser zweiten deutschen Diktatur, Gerechtigkeit zukommen zu lassen, dass mindestens Rehabilitierung erfolgt. Dass, wenn irgend möglich, wenn man was gut machen kann, unterstützen kann, dass es nicht bloß eine Rehabilitierung gibt, derjenige bescheinigt kriegt, du bist kein Lump, kein Verbrecher gewesen, sondern man hat dir Unrecht getan. Dass die Gesellschaft sagt, wir übernehmen die Verantwortung dafür, dass der auch ein Stück weit Chancen bekommt oder auf eine materielle Art und Weise ein Teil dessen durch die Gesamtheit, durch die Allgemeinheit wieder gut gemacht wird. Also im Vergleich zu den anderen ehemaligen kommunistischen Ländern sind unsere Rehabilitierungsgesetze ziemlich gut. Das muss man schon sagen. Aber wir sind ja auch ein reiches Land. Und es geht nicht nur darum, denen, die eine kleine Rente heute haben, zu helfen, sondern diese Rehabilitierung ist eben auch eine wichtige
Anerkennung derer, die sich gegen die Diktatur damals verhalten haben, die nicht mitgemacht haben, die nicht nur das persönliche, den persönlichen Wohlstand angestrebt haben, sondern die sich quergestellt haben aus guten Gründen. Und das ist letztlich auch für unsere Demokratie wichtig, dass man nicht diejenigen bestraft, die sich für eine Demokratisierung der DDR eingesetzt haben, die damit bestraft, dass man dass sie jetzt arm sind und zu denen gezählt werden, die sozusagen ihr Leben nicht in den Griff gekriegt haben. Ja, das war der zweite Ausschnitt. Und ehe wir gleich weitermachen mit unserer Städtischrunde, ein kleiner Einschub. Und zwar kann der Herr nicht wegfahren, weil sein Fahrrad angeschlossen wurde von einem anderen Fahrrad mit einem großen Shalom-Sticker drauf. Also falls sich jemand davon angesprochen fühlt und ihn befreien könnte, wäre das toll. Ein rotes Schild. Ah! Man hätte das jetzt vielleicht auch herleiten können. Gut, vielen Dank, Herr Neumerker, dass Sie dieses Problem lösen. Wir kommen zu unserer zweiten Gesprächsrunde. Und zwar geht es um den Umgang mit Recht und Unrecht und Gerechtigkeit, wie wir eben auch schon in den Interviews gehört haben. Und dazu bitte ich zu mir auf die Bühne Frau Däubler-Melin und Frau Zupke, bitte. Beide sind so höflich und lassen sich gegenseitig vor. Sie wollten zusammengehen. Bitte schön. Ja, ich stelle Sie kurz vor für alle, die es nicht gleich haben. Professor Hertha Däubler-Gmelin. Sie war 1990 im Bundestag stellvertretende Vorsitzende der SPD und ihrer Fraktion und auch stellvertretende Vorsitzende des Einheitsausschusses im Bundestag sowie des gemeinsamen Einheitsausschusses von Volkskammer und Bundestag, später Bundesjustizministerin. Evelyn Zupke ist die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, ein ja neu gegründetes Amt, über das wir gleich ein bisschen sprechen werden. Und was in dem Zusammenhang vielleicht auch interessant ist, Heilerzieherin und Fachberaterin für Psychotraumatologie, die in dem Rahmen sicherlich auch sehr interessant für Sie als Grundlage ist. Fangen wir doch vielleicht auch bei den Opfern an, um die es eben ging. Was beschäftigt Sie denn ganz aktuell als Opferbeauftragte, Frau Zupke? Ja, mich beschäftigen täglich viele Dinge. Und zunächst will ich aber erst mal sagen, wenn wir auch auf die Gesetze zu sprechen kommen, dass es natürlich so ist, dass in den letzten mehr als 3 Jahrzehnten unheimlich viele gute Gesetze auch geschaffen wurden und unheimlich viel auch für die Menschen getan haben, die in der SPZ und SED-Diktatur Unrecht erlitten haben. Und die Rehabilitierungsgesetze sind natürlich ein wesentliches Instrument dabei, auch den Menschen ein Stück Würdigung oder Würde wiederzugeben, was ihnen in der Diktatur genommen worden ist. Nichtsdestotrotz erreichen mich natürlich oder beschäftige ich mich täglich auch mit Dingen, wo sich herausgestellt hat, wir stehen vor neuen Herausforderungen oder auch vor alten Herausforderungen. Ich möchte das mal aufgrund der Kürze der Zeit nur an einigen exemplarischen Dingen darstellen, beispielsweise die Rehabilitierung. Wir haben da ganz unterschiedliche Ergebnisse in den unterschiedlichen Ländern. Beispielsweise haben wir in Thüringen die Situation, dass 60% der Antragsteller auf eine verwaltungsrechtliche Rehabilitierung Erfolg haben, dagegen in Brandenburg nur 16%. Oh. Und das ist natürlich etwas, wo wir ran müssen, wo ich auch mit dem BMJ im Kontakt bin, um die Bund, über die Bund und Länder also eine Annäherung zu schaffen, wie man da Voraussetzungen schaffen kann, dass die Menschen eben ähnliche Chancen haben bei der Umsetzung der Rehabilitierung. Und wir merken es auch, wenn die Menschen ihre Geschichten erzählen, dass es durchaus vergleichbare Geschichten sind. Ja? Dass der eine ein ähnliches Schicksal hat wie der andere, aber in den unterschiedlichen Ländern es unterschiedlich bewertet wird. Dann haben wir das Problem, das wurde auch schon angesprochen, der neuen Opfergruppen. Ich nenne es gar nicht so gerne neue Opfergruppen, weil es waren ja Gruppen, die gab es ja schon die ganze Zeit. Sie standen nur nicht so im Fokus der Öffentlichkeit und sie sind nur teilweise oder noch gar nicht von den Rehabilitierungsgesetzen erfasst. Das ist, sieht man auch an der Gruppe der Heimkinder, der ja in den letzten Jahren immer mehr auch die Rehabilitierung gelingt, wobei natürlich die Novellierung seit 2019 eine große Rolle spielt. Es gibt die Gruppe der Zwangsdoping-Opfer, die noch nicht erfasst sind von den Rehabilitierungsgesetzen, und andere Gruppen. Und natürlich zwei ganz wesentliche Aspekte sind die
ja, ist das Problem wirklich auch der Armut, auch der Altersarmut. Wir wissen aus Sozialstudien, dass circa die Hälfte der von SED-Unrecht betroffenen Menschen an der Nähe zur Armutsgrenze leben. Und hier kann man eigentlich mit nur wenigen Stellschrauben die Lage vieler Menschen auch deutlich verbessern. Ich sage als Beispiel nur die Absenkung der Ausgleichsleistungen bei Rentenberuf für berufliche Rehabilitierung, der Ausgleichsleistung bei Renteneintritt von 240 auf 180 Euro. Die Bedürftigkeitsgrenzen müssen auf den Prüfstand, die Opferrente muss auf den Prüfstand. Das sind alles Dinge, die den einzelnen Menschen unheimlich helfen könnten. Und als letztes vielleicht noch, wenn ich darf, ein ganz, ganz großes Thema und dickes Brett, auch in der Politik, sind die Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Da haben wir das, glaube ich, haben schon viele hier im Raum auch gehört, die Situation, dass circa 8 bis 9 Menschen scheitern bei der Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Und Gesundheitsschäden, das hört sich so an, so wie, na, ich habe Kopfschmerzen, ich gehe zum Arzt. Das sind Menschen, die tiefstes Unrecht erlitten haben, die in Haft saßen, die Zwangsarbeit machen mussten, die im Quecksilberschlamm mit bloßen Händen gewühlt haben, die im Jugendwerkhof Zwangsarbeit machen mussten, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben und auch schwere körperliche Erkrankungen. Und so einfach ist bisher nicht gelungen, ist leider trotz der Bemühungen aller in dem Bereich Tätigen, einschließlich der Landesbeauftragten der Beratungsstellen, hier eine Verbesserung herzustellen. Und daran arbeite ich, dafür kämpfe ich, hierfür habe ich der Politik konkrete Vorschläge gemacht. Okay. Ich sehe, Sie haben als Opferbeauftragte genug zu tun. Jetzt ist es nach 1,5 bis 2 Jahren vielleicht noch ein bisschen früh für ein Fazit. Aber Ihr Amt wurde ja neu geschaffen im Zuge auch der Auflösung der Stasi-Unterlagenbehörde, die ins Bundesarchiv überführt wurde. Also eine ganz neue Struktur. Würden Sie sagen, das funktioniert so? Oder sehen Sie da Defizite, wo Sie auch noch Unterstützung bräuchten vielleicht? Kann die genug sein? Ja, gut. Also ja, also ich weiß nicht, wie, also man kann immer sagen, das Glas ist halb leer, das Glas aber wie ist sollen halb Sie voll. Diese Aufgaben, die Sie gerade als aufgezählt haben, als einzelne Opferbeauftragte erfüllen? Naja, also da kann es noch so viele Beauftragte geben, wie es will. Mhm. Die Politik muss mitspielen, das ist der wesentliche Punkt. Ja? Also natürlich könnte man auch in meinem Team noch Verstärkung gebrauchen. Da arbeiten wir aber dran. Ne? Aber ich bin auch ganz dicht dran an der Politik. Wir können hier jeden Abend darüber reden, wir können uns das hin und her erzählen. Aber wichtig ist ja, und das tue ich ja auch, ich bin viel mit Abgeordneten im Gespräch, mit Fraktionen, in Ausschüssen. Ich werde auch, also gestern war ich im Petitionsausschuss, wo ich einen einzelnen Fall dort politisch einordnen durfte. Und das sind natürlich alles Dinge, die das befördern. Die Fraktionen sind dabei, sich eigene Positionen jetzt für die anstehende Novellierung zu erarbeiten. Mhm. Und auch da sind wir natürlich im Kontakt, weil wir natürlich auch beraten, weil wir auch gefragt werden, was muss denn da rein, was ist denn wichtig? Ne? Und das ist eigentlich so das Herzstück, das ist der größte Hebel. Ne? Mhm. Also, wann soll die Novellierung des Rehabilitationsgesetzes kommen? Haben Sie einen Zeitplan? Also ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Okay. Also das, was ich gelernt habe in den letzten fast 2 Jahren ist, Politik dauert lange, Politik ist zäh, braucht auch viel Geduld. Also ich sage, dieses Amt hat wirklich viel Potenzial für persönliche Entwicklung, weil ich nicht gerade zu den Geduldigsten gehöre. Aber das muss man einfach akzeptieren, also was soll ich machen? Ne? Und auch Diplomatie und ich hoffe einfach, also wenn man rechnet, das Amt ist fast 2 Jahre um, also ich bin fast 2 Jahre im Amt, eine Legislaturperiode dauert 4 Jahre. Wie ich gehört habe, fängt im 3. Jahr schon der interne Wahlkampf an. Das heißt, wir haben realistisch noch vielleicht anderthalb Jahre. Und dann hoffe ich doch und denke, dass was passiert sein soll. Also vielleicht muss man dann auch nachdenken, wie man es sonst noch befördern kann. Also bisher bin ich noch guter Hoffnung. Wenn ich vielleicht als letztes noch nennen darf, den bundesweiten Härtefallfonds, den finde ich auch aus zweierlei Gründen sehr wichtig. Erstens mal als Instrument, auch um die soziale Lage wenigstens punktuell der Menschen zu verbessern und auch als Zeichen, als gesamtdeutsches Zeichen. Ja, also man tut ja immer so, es wurde ja auch schon angedeutet, so Ostdeutschland und nein, beide Teile Deutschlands gehören dazu. Und die einen hatten halt, ich sage das manchmal so, auch als ich in Westdeutschland neulich zum 3. Oktober war und ein Mann aus Westdeutschland mich angemacht hat, wir hätten ja nicht genug getan, warum sind sie nicht zur Mauer gelaufen und haben geschrien und die sagten, sie hatten halt das Glück, im freien Teil Deutschlands aufwachsen zu können. Das hatte die andere Hälfte Deutschlands nicht. Und deswegen finde ich auch es wichtig, auch diesen Aspekt immer mit dort reinzubringen. Aber zur Praxis zurück. Ich hoffe, dass zum
17. Juni zum 70. Jahrestag irgendein Zeichen gesetzt wird. Wir warten ja auch noch auf das, auf die Weiterentwicklung oder des Mahnmals für die Opfer des Kommunismus, dass dort was passiert und auch vielleicht, dass dann bekannt gegeben wird, der bundesweite Härtefallfonds kann zum 1. Januar 2024 starten. Gut, danke für die Perspektive auf die Opfer. Wenn wir mal auf die Täter schauen, Frau Däubler-Gmelin. Darf ich einfach nochmal sagen, Sie haben ja vorher gemerkt, dass... Sie müssen das Mikro dazu nehmen, weil es übertragen wird. Sie haben ja vorher gemerkt, dass ich also auf Frau Zupke zugegangen bin und gesagt habe, dass ich sie sehr bewundere. Das tue ich wirklich. Weil es geht jetzt wirklich darum, dass man nach dieser Zeit, seit 1990, 1991 hier eine Schwierigkeit nach der anderen erkennt, deutlich macht und überwindet. Ich finde, das machen Sie toll. Sorry. Jetzt gehe ich ganz zu den Tätern. Genau. Schauen wir. Behalten Sie ruhig das Mikro bei sich. Also vielleicht können wir auch da mal diese Perspektive NS-Diktatur und SED-Diktatur vergleichen. Wie würden Sie denn beurteilen, dass der Umgang mit den Tätern auch eine gewisse Gerechtigkeit oder Recht zumindest sprechen zu lassen? Wie hat das funktioniert? Also man muss sicherlich ein bisschen aufteilen, wenn wir jetzt bei den Mauerschützenprozessen zum Beispiel anfangen. Ja, nein, lassen Sie mich einfach noch mal sagen, beide Aufarbeitungen, sowohl was Opfer wie auch was Täter angeht, war außerordentlich unbefriedigend. Beide. Und zwar aus ganz anderen Gründen, aber vorhin, als wir das gehört haben, eines fehlt. Aber wenn ich mich daran zurückerinnere, wie wir in den 60er Jahren die ungesunde Nazi-Justiz versucht haben, als, du hast gesagt, Minderheitenthema, hier auch nur in die Öffentlichkeit zu bringen hat. Das war extrem schwierig. Übrigens nicht nur wegen des Kalten Kriegs, sondern weil da eben die ganzen alten Nazis gerade da in den Instanzen der Justiz sich hochgearbeitet haben. In der Frage der sogenannten Deserteure, die ja Kriegsdienstverweigerer waren, in dem faschistischen Krieg, habe ich gebraucht bis in die 90er Jahre, um das in Westdeutschland einigermaßen als Thema zu machen. Und wir haben es dann erst hinterher in eine Form der Rehabilitierung reingekriegt. Mhm. Also das sind alles Dinge. Und wenn ich mir dann noch eins überlege, Sie hören ja, ich komme aus dem Süden. Allerdings habe ich in West-Berlin studiert und bin auch sonst relativ viel in Deutschland unterwegs, betrachte mich also als Gesamtdeutsche. Aber wie schwierig es war, mit jungen Leuten, die an Politik interessiert waren, in Süddeutschland, zum Beispiel in Dörfern, die Außenstellen von Konzentrationslager hatten, wo Tausende umgebracht wurden, dieses in Form als Teil der Heimatgeschichte in das Bewusstsein zu bekommen, dann ist das einer der Punkte, die also Erinnerungskultur vielleicht auch bedenken sollte. Und letzte Bitte, aber dann gehe ich sofort auf die Täter und auch auf die Einzelheiten ein. Die Fragmentierung der Erinnerung. Das ist das, was mich ganz besonders stört. Ich wünschte mir, dass das, was Sie jetzt hier machen, auch mal in Stuttgart gemacht wird. Ich wünschte mir sehr, dass Frau Zupke zum Beispiel mal in Konstanz oder, bitte, ich rede jetzt vom Süden, dass sie das einfach mal bringt, weil ganz vieles einfach nicht bewusst ist. Mhm. Es ist nicht bewusst. Und dass man dann in der Tat auch die Vergleiche Umgang mit Nazi-Opfern, mit Nazi-Tätern macht. Nochmal zu den Opfern. Nee, zu den Tätern jetzt, Frau Däubler-Gmelin. Nein, aber jetzt noch ein Satz zu den Nazi-Opfern. Gucken Sie, die Namen Bonhoeffer und Donani sind Ihnen bekannt. Es hat bis Anfang der 60er Jahre gedauert, dass Bonhoeffer, der ja erschossen wurde in Flossenbürg, und da war ein Herr Huppenkotten, ein SS-Mensch, dass der von der westdeutschen Justiz nicht als Richter anerkannt wurde. Es hat unglaublich lange gebraucht, bis die Angehörigen des 20. Juli nicht mehr als Angehörige von Volksverrätern angesehen wurden. Jetzt gehe ich aber gern zu den Tätern. Ja, bitte. Auf der anderen Seite ist es so, dass zum Beispiel rund, was man heute weiß, hat man ja dann in der Ludwigsburger Zentralstelle angefangen. Ich erinnere dann auch an Persönlichkeiten wie Fritz Bauer, den ich außerordentlich sehr geschätzt habe, angefangen hat, hier auch nur mal nachzugucken. Es sind etwa 50.000 Todesurteile in der Zeit des Nationalsozialismus von deutschen Richtern unter Formen, die wir heute als Rechtsbeugung anerkennen würden, hier an Urteilen gesprochen worden. Es sind nur längst nicht alle aufgehoben. Natürlich hat man das dann pauschal mal mit einem Gesetz gemacht. Nicht einer
dieser Richter ist vor Gericht gestanden, nicht einer. Das muss man einfach mal, also wenn man über diese Form von Tätern redet. Ja. Und wenn man das vergleicht mit dem, was nach der DDR passiert ist? Da sind eine ganze Reihe von Ermittlungsverfahren gegen Richter gemacht worden, aber die Bilanz war natürlich kaum besser. Einfach deshalb, weil der Rechtsbeugungsparagraf setzt ja nicht nur voraus, dass hier entgegen einem gültigen Gesetz hier gehandelt wurde, sondern dass das auch noch im Bewusstsein, dass man das will, so gemacht wird. Und das nachzuweisen, ist extrem schwierig. Da hat es ja auch x Dokumente darüber gegeben. Kann man das nachweisen? Wie weist man das nach? Und deswegen haben Sie diese erschreckenden Zahlen, dass ganz wenige also tatsächlich verurteilt wurden. Und bei den Grenzsoldaten, die Sie gebracht haben, da war die Situation ja juristisch ein bisschen anders. Mhm. Die haben sich darauf berufen, wir handelten unter Befehl. Und dann hat natürlich ein großer Teil der Justiz, gell, hat dann hinterher gesagt, ja, eigentlich muss man diejenigen belangen, die die Befehle gegeben haben und nicht diejenigen, die sie ausgeführt haben. Da ist ja auch was dran, weil im Einzelfall von denen, die geschossen haben, denen nachzuweisen, dass sie wussten, was sie taten, das war das Problem, obwohl wir heute natürlich davon ausgehen, dass man nicht auf Menschen schießen darf, die raus wollen. Mhm. Und was man viel zu wenig berücksichtigt hat, waren natürlich die völkerrechtlichen Verträge, die die DDR alle unterschrieben hat. Also das sind alles Dinge, die in der juristischen Aufarbeitung alle ein Riesenproblem darstellen. Mhm. Und da kommt dazu, wenn Sie sich angucken, was die Oberbosse gegen die Ermittlungsverfahren liefen, wie die dann verurteilt wurden und wie, was sie gekriegt haben und wie wenig sie gekriegt haben. Also wenn Sie Kessler angucken oder solche Leute, dann kommen Sie natürlich, wie ich, zu der Einschätzung, man kann nicht sagen, dass das akzeptabel sei. Ob man es hätte anders machen können, ist die große Frage. Das ist im Einzelfall sicher anders zu bewerten. Insgesamt gesehen müssen Sie halt natürlich, wenn Sie eine rechtsstaatliche Justiz haben wollen, müssen Sie da halt schon sehr, sehr sorgfältig im Einzelfall nachgucken. Da kann man dann nicht pauschal sagen, jetzt schmeißen wir sie alle ins Gefängnis. Ja, nur das, Entschuldigung, dass da Recht und Gerechtigkeit auseinanderklaffen, das ist ja, glaube ich, für die Betroffenen auch immer wieder ein Stachel. Genau, also das ist ein Thema natürlich, was auch immer wieder eine Rolle spielt und auf jeden Fall auch in mein Amt reinspielt. Das merke ich an den vielen Post, an den vielen Anfragen, die ich bekomme. Und einmal noch auf das Thema zurückzukommen, ist das ein wichtiger Punkt dabei, dass viele natürlich absolut frustriert davon sind, dass die meisten Verantwortungsträger davongekommen sind oder nur ganz wenige sich juristischer Verantwortung stellen mussten. Das ist zwar erklärbar so, aber trotzdem ist es vom Empfinden her natürlich ganz was anderes. Und na klar, vielen Menschen ist Recht widerfahren und viele empfinden es auch als Gerechtigkeit. Dieser Punkt, glaube ich, der ist bei allen gleich. Aber über die einzelnen Anliegen gibt es natürlich auch noch Gerechtigkeitsempfinden, das Problem der öffentlichen Wahrnehmung. Es gibt ja auch noch Gruppen, wenn ich das noch schnell an dem Punkt unterbringen darf. Es gibt noch die Menschen, die vom Rentenüberleitungsgesetz betroffen sind, was nicht gut gelaufen ist, die ständig bei mir sind, die in der Politik sind. Und ich finde, ne, das ist wirklich viel zu wenig berücksichtigt worden. Es gibt die Menschen, die vom Eigentumsentzug betroffen sind. Das ist zum Beispiel Stichwort Bodenreform, Stichwort Zwangsausgesiedelte. Da gibt es ganz viele Defizite. Ich weiß nicht, ob die zu beheben sind, darum geht es mir nicht. Aber ich möchte sie auf jeden Fall genannt haben, weil sie sowohl gesetzlich zu kurz gekommen sind aus meiner Sicht, als auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und auch öffentliche Wahrnehmung hat was mit Würdigung und damit auch was mit Gerechtigkeitsempfinden zu tun. Auch eine Aufgabe für Aufarbeitung und Erinnerung. Aber ich würde übrigens der Meinung sein, ich kann Ihnen jetzt natürlich die Zahlen auch vorlesen. Das heißt, wie viel erkannte Nazitäter hat es gegeben, gell? Wie viel davon sind verurteilt worden? Mhm. Also das sind 172.294, neueste Zählung. 3,2% sind verurteilt worden, 3,2%. Und insgesamt 1.147 wegen Mordes. Jetzt gehen wir mal in die DDR-Situation hinein. Da haben Sie 68 Personen sind angeklagt worden wegen Beteiligung an Tötungsdelikten, meistens Totschlag. Gell? Und es sind insgesamt
100.000 Beschuldigte gewesen mit 75.000 Verfahren, 1737 in 1021 Verfahren sind dann tatsächlich vor Gericht gestanden und 40 ins Gefängnis gekommen. Ein paar noch haben Geldstrafe und Bewährungsstrafe bekommen. Also Bruchteile. Mhm. Wenn Sie das in Relation setzen, was schwer genug ist, 12 Jahre, viel weniger Leute, gell, dann können Sie das auch machen. Das wird für das Gerechtigkeitsgefühl der Leute überhaupt nichts bringen. Mhm. Sondern die stellen fest, dass jetzt, und das ist jetzt wiederum was außerhalb des Strafgesetzbuchs, dass die Fettaugen von früher wieder oben schwimmen. Mhm. Und die Situation, gell, nach der Nazi-Diktatur war, dass man zuerst die Elite ausgewechselt hat und dann unter dem Aspekt des Kalten Kriegs, dass man Westdeutschland eben einfach in einer bestimmten Weise wollte, waren die alle wieder drin. Und das heißt, auch da haben sie vergleichbares Phänomen gehabt. Ich habe darunter immer deswegen darunter gelitten, weil wir sehen konnten, wir wurden eigentlich auch an der Freien Universität von vielen Leuten ausgebildet, die den Nürnberger Gerichtshof noch für Siegerjustiz gehalten haben und für unrechtmäßig. Und die überhaupt nicht verstanden haben, dass zum Beispiel so wirklich fantastische Landmarken wie der Remer-Prozess, der dann den 20. Juli-Leuten dann eben juristisch bescheinigt hat, dass sie, wenn sie so wollen, rechtsstaatlich handelnde Widerstandskämpfer und nicht etwa Landesverräter waren, das war Anfang der 60er Jahre noch nicht gängige Meinung. Und die sind dann hinterher, bis 75 sind sie dann nochmal Instanzen höher gerückt. Und deswegen stimmt das, was Sie vorher festgestellt haben, auch in Westdeutschland, dass eine verstärkte Auseinandersetzung auch mit Minderheiten und Opfergruppen und Aufarbeitung in den 80er Jahren möglich wurde, weil da die Eliten einfach langsam, aus den Ämtern dann wieder draußen waren. Aber nicht vorher. Ja, es ist völlig der falsche Zeitpunkt, um hier abzubrechen, weil man noch viel mehr erzählen aber müsste. Eine Information habe ich noch. Darf eine kurze. Ich? Ja, kurz. Weil wir gerade bei Juristerei sind, vielleicht wissen das ganz viele schon. Heute habe ich eine E-Mail bekommen von einer internationalen Plattform und von einem polnischen Kollegen dort, dass in Prag am 25. Juli, wollte ich gerade sagen, 25. April, also nächste Woche, der Prozess gegen den ehemaligen Innenminister beginnt wegen Mordes. Er ist wegen Mordes angeklagt. Mhm. Also das war doch, passt, glaube ich. Ne? Ja. Interessant. Mal gucken, was rauskommt. Trotzdem. Genau. Wenn jetzt bei Ihnen nicht eine ganz drängende Frage gleich noch gestellt werden möchte, eine dürfte aber... Nein, dann schaue ich nämlich auf die Uhr und nehme uns lieber noch für die dritte Runde Zeit. Mhm. Vielen Dank, Frau Dörberg-Lemin. Vielen Dank, Frau Zupke. Und insofern ist es ganz wichtig, was wir vor allen Dingen auch im NS-Dokumentationszentrum in München, wo ich viele Jahre Kuratoriumsvorsitzender war, versucht haben, nicht nur zu zeigen, wie man eine Demokratie kaputt machen kann, sondern auch, wie eine Demokratie entsteht und wie sie gefestigt werden muss. Und das haben wir, glaube ich, aus beiden Erlebnissen gelernt. Auch wenn ich mir das ein oder andere noch besser gewünscht hätte, aber in Summe glaube ich, dass das ein guter Weg war und dass insbesondere die Errichtung der Stiftung und die Errichtung der Stasi-Unterlagenbehörde und die Gedenkstätten und so weiter, das sind schon wichtige Beiträge dafür, dass in der Bevölkerung dauerhaft Erinnerung gepflegt wird und damit eben auch dieses Nie wieder, also das Wachsamwerden. Sowas gibt's und sowas kann ganz schnell passieren und ich will, wo immer ich kann, für die Freiheit kämpfen, für Demokratie, gegen Totalitarismus. Ich hoffe, dass es ein Beitrag dazu ist. Ich bin aber sicher, dass diese Vergangenheit, über die wir hier diskutieren, nicht erledigt ist, sondern dass sie weiter auch kulturell, künstlerisch bearbeitet wird, dass sie auch in weiterer Gedenkstättenarbeit ihren Niederschlag finden muss.
gerade die Frage auch Demokratiegeschichte zu betrachten, zu dokumentieren, also nicht nur auf das Versagen in der Geschichte zu schauen und das aufzuarbeiten, sondern auch die positiven Momente der Demokratiegeschichte, auch den Herbst 89, stärker ins Blickfeld zu rücken, das ist eine Aufgabe, die uns bleibt. So. Ein letztes Mal den Tisch vor und zurückrücken. Vielen Dank. Für unsere dritte Runde zur Aufarbeitung und Erinnerung auf der staatlichen wie auch auf der zivilgesellschaftlichen Seite bitte ich Frau Büttner und Frau Enders zu mir auf die Bühne. So, vielen Dank. Herzlich willkommen zu unserer letzten Runde. Und ich stelle Sie kurz vor, Marianne Birtler war zur fraglichen Zeit 89-90 am zentralen runden Tisch und Sprecherin von Bündnis 90 in der Volkskammer und später ja dann auch die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR. Und Dr. Judith Enders ist Politikwissenschaftlerin und Autorin, Mitbegründerin der Initiative Dritte Generation Ostdeutschland und des daraus hervorgegangenen Vereins Perspektive Hoch 3 e.V. Das heißt, wir wollen jetzt mal ein bisschen zurück und nach vorn schauen, wie wir das mit der Aufarbeitung und Erinnerung gemacht haben und machen werden zum Abschluss. Vielleicht, Frau Birtler, ich fange mal bei dieser ein bisschen theoretischen Frage an. Welche Aufgaben eigentlich staatlich und welche zivilgesellschaftlich sind, wenn wir zurückblicken? Ich weiß ja gar nicht, ob man davon Aufgaben sprechen kann. Aufgaben heißt, jemand hat es aufgegeben. Mhm. Das ist für die Zivilgesellschaft schwer zu bestimmen. Mhm. Aber das, was mit diesem Thema unmittelbar zusammenhängt, ist erstmal die Beobachtung, dass nahezu alle nachhaltigen Projekte der Aufarbeitung, ob es um die NS-Zeit geht oder um die kommunistische Zeit geht, zivilgesellschaftliche Wurzeln haben. Es waren häufig nur ganz kleine Gruppen, die sagten, wir wollen dies und jenes. Und die haben sich dann so lange durchgesetzt, manchmal war das ein jahrelanger, mühsamer Prozess. Ich erinnere beispielsweise an die Mauergedenkstätte in der Bernauer Straße, die jetzt unglaublich erfolgreich ist. Ich wohne da in der Nähe, da sind permanent Gruppen von Menschen unterwegs. Aber wenn man da sieht, wie das angefangen hat, damals hätte man nicht gedacht, dass das mal so ein Erfolgsprojekt werden würde. Oder auch NS-Städten oder Gedenkorte, die an Konzentrationslager erinnern oder an Jugendwerkhöfe oder so. Das sind alles kleine Anfänge. Und wenn man dann Glück hat, dann gibt es einen Staat oder ein Bundesland, das diese Initiative unterstützt, das finanziell und rechtlich die Dinge auch absichert. Und das ist bei uns zum Glück immer wieder erfolgt. In vielen anderen Ländern, die uns darum beneiden, gibt es zwar solche Initiativen, aber keinerlei staatliche Unterstützung, manchmal sogar harten Widerstand dagegen. Und da spreche ich jetzt nicht nur von der nationalsozialistischen Diktatur und von kommunistischen Diktaturen. Wir kennen das auch aus Lateinamerika, Spanien, Griechenland, wo es unglaublich schwer war für die kleinen Gruppen, die aufarbeiten wollten, damit sich Gehör zu verschaffen und dann auch noch Unterstützung zu finden. Also, das war jetzt ein gemischtes Fazit, kann man sagen. Frau Enders, haben Sie die Erfahrung auch so gemacht? Sie haben ja zum Beispiel Vereine und Initiativen gegründet, dass das eigentlich von Menschen, die das selbst mit Herzblut machen, erstmal ausgehen muss? Ja, und das ist auch eine Errungenschaft, sage ich mal, der Demokratie, dass es auch funktioniert. Ne? Also das ist ja auch was wir vielleicht alle gemeinsam mit Freude gelernt haben nach 1989, dass es nicht immer nur so sein muss, dass es ein Kampf ist, sich zu engagieren und eine Gefahr und auch was Angst macht, sondern auch was Freude machen kann und dass es möglich ist, in der Demokratie daraus was zu erschaffen, was dann auch eine gewisse Nachhaltigkeit hat und wo andere weiterhin teilnehmen können. Mhm. Also diese Selbstwirksamkeitserfahrung mit den Themen, die einen beschäftigen und die man denkt, die auch im gesellschaftlichen Diskurs erhalten bleiben sollten, dass man mit denen, mit Initiative und Engagement auf jeden Fall auch durchdringen kann. Mhm. Also man muss nicht, aber man kann. Und die Frage natürlich als Politologin sage ich auch,
will man denn, dass diese Dinge dann in eine staatliche Obhut geraten oder sollen die zivilgesellschaftlich bleiben? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil natürlich im zivilgesellschaftlichen Bereich mehr Dynamik sozusagen auch in der Debatte und der Diskussion bleibt und eine gewisse größere Durchlässigkeit für Neue, die hinzukommen wollen und andere, die vielleicht aufhören möchten, sich in dem Bereich zu engagieren. Und gleichzeitig ist natürlich eine staatliche Unterstützung auch eine Erleichterung, weil der Kampf sozusagen Ehrenamt muss irgendwann auch mal aufhören und ein bisschen mehr finanziell oder durch andere Ressourcen unterstützt werden, weil man sonst ausbrennt und nicht mehr für die Sache brennt, sondern nur noch selber mit seiner Bemühung und mit seinen Bemühen selber brennt und Burnout sozusagen bekommt. Und, aber es ist trotzdem eine Abwägung zu sagen, möchte ich das dann in eine staatlich kontrollierte Hände auch geben, wie so eine Bundesstiftung ist was Feines, aber es ist auch irgendwie eine Institution, die sehr reguliert ist. Oder will ich als Bürger da irgendwie freier bleiben und mich austoben, sage ich vielleicht mal, in der Zivilgesellschaft? Zivilgesellschaftlich heißt ja auch nicht nur du und ich und ein paar Leute. Wozu zählen wir die Medien? Das ist ja auch kein staatlicher Bereich. Und die spielen eine ganz wichtige Rolle im Zusammenhang mit dem Umgang mit der Vergangenheit. Erst recht die Kunst. Also erst wenn ein Thema die muss wirklich frei sein. Bitte? Die muss auch frei bleiben. Und frei bleiben sowieso, aber sie ist auch sehr, sehr wirkmächtig und erreicht möglicherweise Menschen, die wir mit Seminaren, Podiumsdiskussionen und so niemals erreichen würden. Mhm. Bücher, Filme und so weiter, Podcasts auch. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Feld, was auch zivilgesellschaftlicher Art ist. Ja? Genau, die Frage, wen man damit erreicht, ist sicherlich eine entscheidende. Bei Ihnen wüsste ich das gern mal, bei der dritten Generation Ostdeutschland, aber auch zum Beispiel die Initiative Wir sind der Osten, da sind Sie ja auch zumindest mit als eine Kronzeugin, kann man vielleicht sagen, beteiligt. Wie strahlt das aus? Also erreicht man da eigentlich die Menschen, die alle damit gemeint und betroffen sind, oder kriegt man darüber hinaus auch eine Aufmerksamkeit? Ja, man hat da verschiedene Aspekte zu beachten. Also wir haben uns gegründet, vielleicht in einer Zeit, wo, also weil wir jung waren, als die Diktatur zu Ende ging und noch Raum hatten und weniger biografische Verletzungen, um das Ganze vielleicht mit weniger Betroffenen und vielleicht auch wirklich schweren Gefühlen betrachten zu können, und haben uns sozusagen da auch als Möglichkeitsraumbereiterinnen gesehen, die allen Generationen, und die Generationen haben unterschiedlich auf diese Diktaturerfahrungen reagiert, weil sie ja unterschiedlich lang waren und weil sie unterschiedlich stark in das eigene Leben auch eingegriffen haben, vielleicht einen Raum zu geben für einen intergenerationalen Dialog über die unterschiedlichen Erfahrungen in Diktaturen und auch vielleicht eine Möglichkeit zu schaffen, ein bisschen voranzupreschen und vielleicht ein bisschen forscher die Dinge anzusprechen, die eigentlich unaussprechlich sind, weil eine Diktaturerfahrung ist sehr schwer zu bereden und schon erst recht in der Öffentlichkeit, wo die Medien mal so eine und mal so eine Rolle spielen. Manchmal ist es reißerisch, manchmal ist es unterstützend, das ist unterschiedlich. Und da haben wir gedacht, also wir jungen Menschen, die wir können jetzt nach dieser Zeit, wir waren damals junge Menschen jetzt, aber können nach dieser Zeit vielleicht auch die Gelegenheit geben, der Eltern- und der Großelterngeneration das Wort zu ergreifen und mit uns über Dinge zu sprechen, die sie erfahren haben und die wir anders wahrgenommen haben oder leichter ertragen können, vielleicht auch in der Aufarbeitung, und gleichzeitig auch auf Dinge zu schauen, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind, nämlich zum Beispiel die Verbindung, die NS-Diktatur und die Diktatur des Kommunismus zu betrachten und sowohl die gefühlsmäßigen Aspekte in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig auch einen etwas nüchternen Blick drauf zu werfen. Also das ist eine Gratwanderung, ne? Also weil jeder, der selber davon betroffen ist, hat natürlich seine persönliche Sicht darauf, und gleichzeitig ist aber ein gesellschaftlicher Diskurs notwendig, und manchmal braucht es ein bisschen eine jüngere Generation, die in der Lage ist, eine Aufarbeitung einzufordern und ihr vielleicht ein bisschen Schwung zu geben durch eine gewisse Forschheit, ja? die sich vielleicht diejenigen, die mittendrin gesteckt haben, ihr Leben lang nicht erlauben können und wollen, aus seelischen Gründen auch oft. Also dabei zu helfen, zwischen den Generationen auch in das Gespräch zu kommen. Die Frage natürlich, wie dann noch jüngere Menschen auch mit einbezogen werden, die das vielleicht gar nicht mehr aus dem eigenen Erleben kennen. Das ist, glaube ich, dann der nächste Schritt. Dieses Erinnern und Aufarbeiten ist ja nicht ein reiner Selbstzweck. Es geht ja auch immer um die Lehren, die rausgezogen werden. Und beim Holocaust ist es dieses Nie wieder, das immer wieder stark betont wird. Würden Sie sagen, Frau Birtler, es gibt auch eine vergleichbare Lehre, die man für heute und für die Zukunft aus dem Erinnern und Aufarbeiten der
SED-Diktatur ziehen kann? Na, für mich ist der Umgang mit Vergangenheit, wenn er aufrichtig geschieht, ja auch eine Form von Werteerziehung, wenn man so will. Und ich würde jetzt, wenn ich habe immer mal wieder mit Jugendgruppen und Schulklassen zu tun, aber ich glaube, da gibt es noch sehr viel Reserven, die nicht genutzt sind. Das hängt von den Lehrerinnen und Lehrern natürlich ab, aber auch von den Angeboten. Wir haben damals in der Stasi-Unterlagenbehörde aus den Akten heraus Einzelfälle entwickelt, die gut für den Unterricht geeignet sind. Das zeigt sich ja immer, dass Jugendliche nicht auf solche Vorträge vorwiegend reagieren, sondern entweder über Konflikte, also die Frage, wenn damals, das kennen ja fast alle Familien aus der DDR, lässt man die Kinder in die Pioniere eintreten oder nicht, ne? Die einen durften es nicht und die anderen durften es wohl. Und das habe ich ausprobiert mit Jugendlichen, habe gesagt, was ist denn nur richtig? Wie würdet ihr entscheiden, wenn ihr Kinder hättet? Würdet ihr sagen, man darf den Kindern nicht den Weg verbauen, die sollen studieren können, tolle Arbeit, Karriere machen können? Oder soll man sagen, wir bleiben ehrlich, wenn wir da nicht wollen, so treten wir da nicht ein. Und wups, sie müssen gar nichts mehr sagen, fangen die an zu diskutieren. Ich habe das mehrfach ausprobiert, weil ich dachte, das klappt ja wirklich immer. Weil die einen dann sagen, ich erwarte von meinen Eltern, dass die alles tun für meine berufliche Zukunft. Und die anderen sagen, nee, die in der Opposition waren und ihren Kindern das nicht erlaubt haben, in die Pioniere einzutreten, das haben die doch auch für uns gemacht. Und so, wups, hat man die beste Diskussion. Und das ist eine Wertediskussion. Ich mache mal einen Sprung, eine andere Wertediskussion war beispielsweise die Entwicklung des Stasi-Unterlagengesetzes. Also fast ein Musterbeispiel der deutschen Einheit. Ich spreche jetzt mal nicht darüber, wie die Diskussion nachher lief, sondern dieses Gesetz, also wenn man das mal ein bisschen plastisch sieht, wir aus dem Osten haben gesagt, Schränke auf, Safes auf, alle Akten raus, alle müssen alles lesen können. Unsere westdeutschen Berater runzelten die Stirn und sagten, habt ihr noch nie was von Datenschutz gehört? Ja? Also wenn man, allein schon, wenn man mit Jugendlichen sowas jetzt nachspielt und sagt, ihr seid jetzt mal die Leute, die die Informationsfreiheit verteidigen, die sagen, jeder muss alles lesen können, was ihn betrifft. Ihr seid aber die Datenschützer und sagen, achtet auf die Persönlichkeitsrechte derer, die in den Daten vorkommen. Haben Sie eine prima Diskussion, zumindest in den oberen Schulklassen. Das garantiere ich erstmal. Und jetzt noch mal eins zu dem heiklen Punkt Vergleich, der ja bei uns in Deutschland auch manchmal sehr schwierig ist, weil es immer noch unterschiedliche, vorhin war schon die Rede davon, unterschiedliche Aufarbeitungslobbys gibt, so will ich es mal nennen. Ich bin nicht nur, aber auch deswegen dafür, dass wir das Thema Aufarbeitung immer im europäischen Rahmen sehen. Europa ist ja auch heute sozusagen ein Geschichtsraum. Irgendwann wird man über diesen aktuellen Krieg auch im europäischen Kontext auch nachdenken, nicht nur mit Blick auf ein oder zwei Länder. Und gerade auch in dem Vergleich Nationalsozialismus, Kommunismus muss man auch die europäische Ebene miteinander in Beziehung setzen. Also ich erinnere mich noch an Gregor Gysi, die sagte, die Nazis haben Berge von Leichen hinterlassen, die SED-Leute nur Berge von Akten. Das ist nun wirklich sträflich, sowas zu sagen. Denn wenn ich es im europäischen Zusammenhang sehe, waren ja die Opfer der Deutschen überwiegend Europäer, die keine Deutschen waren. Und deswegen muss man beim Kommunismus natürlich auch darüber nachdenken, wo es die meisten Opfer des Kommunismus gab, ja, in der Sowjetunion und in anderen Ländern. Und da kommen wir denn, es ist müßig, über Zahlen zu reden, aber das sind in jedem Falle erschreckend hohe Zahlen, die viele Millionen auf beiden Seiten. Und deswegen macht es Sinn, auch bei der Aufarbeitung den europäischen Blick zu haben und nicht nur den auf unser kleines Land. Ja, ich kann das nur unterstreichen. Unser Verein heißt auch Perspektive hoch drei, weil er einerseits sagen will, wir wollen Vergangenheit betrachten, Gegenwart ernst nehmen und Zukunft gestalten. Und wir wollen eine ostdeutsche und eine westdeutsche Kommunikation erschaffen und auch eine europäische. Also deswegen hoch drei, die Perspektiven. Ja. Und
Wenn ich jetzt daran denke, dass es ein europäisches Transformationszentrum geben soll, wir beschäftigen uns ja viel mit der Transformationszeit, dann hoffe ich doch, dass, ich habe vorhin schon gehört, also die kulturelle und künstlerische Auseinandersetzung mit Diktaturerfahrung, aber auch mit dem Zuschauen bei der Diktatur aus dem Westen, ja, also das ist auch wichtig. Oder sagen wir mal, wie hat Israel eigentlich auf Westdeutschland und oder die BRD und die DDR geschaut und so weiter? Das kann man sehr gut in solchen kulturpolitischen oder sozialkulturellen Projekten verwirklichen. Und ich hoffe, dass das geschafft wird, wenn das Zukunftszentrum dann eine Institution ist, die staatlich, mit staatlichen Mitteln arbeitet, dann trotzdem es schafft, da eine Flexibilität im Umgang mit dem Rückschauen und mit dem nach vorne schauen zu schaffen. Und da, wo es nach vorne schauen geht, da kann man, glaube ich, die jungen Menschen erreichen. Also wir haben in unserem Verein das Lernportal Zeitenwende entwickelt, um, wie es bei der Holocaust-Bearbeitung üblich war, mit Zeitzeugen zu arbeiten und auch mit Zeitzeugen zu arbeiten, die die Transformationszeit nach 89 erlebt haben und versuchen da den wirklich ängstlichen Geschichtslehrerinnen, muss ich mal sagen, eine Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, mal zu schauen, wie kann ich denn DDR und auch darauf folgen die 30 Jahre Transformation, inzwischen sind es über 33 Jahre, wie kann ich das denn unterrichten? Und also nicht nur in 3 Wochen hinten rangequetscht an die letzten 3, die noch im Geschichtskurs verblieben sind vorm Abi, oder kann ich das auch irgendwie anders irgendwie regeln? Und wir haben versucht, da Material zur Verfügung zu stellen, aus diesem Bewusstsein heraus, dass da Ängste sind, über das zu sprechen, was da war. Und andererseits habe ich auch an die Stuttgarter gedacht. Ich sage mal, meine Stuttgarter Skisportgruppe, die interessiert sich so wenig dafür, was sozusagen in den letzten 33 Jahren als gesamtdeutsche Geschichte eigentlich passiert ist. Weil es ist nicht nur ein ostdeutsches Problem, dass wir uns sozusagen zu einem anderen Land entwickelt haben seit 89, sondern das ist auch eine westdeutsche Geschichte. Aber es wird nicht so wahrgenommen. Och, die machen da ihr Ding weiter, wir fahren mit mir Ski, die wissen gar nicht, dass ich irgendwie aus Ost-Berlin komme. Die denken alle, ich komme aus West-Berlin. Das ist auch Teil der Geschichte, ja, dass sie da gar nicht drauf kommen und dass sie mich dann auch nicht fragen, wie war das eigentlich damals? Und diese Erweiterung des Blickes, also wir sind, wir haben eine gemeinsame deutsche Geschichte, meinetwegen seit 1848, auch wichtig als so sagen wir mal, Grundlage der Demokratie und gleichzeitig, wie du sagst, Marianne, eingebettet in eine europäische Geschichtsschreibung, die wir beachten können. Und da können wir, glaube ich, junge Menschen erreichen, die identifizieren sich viel mehr mit Europa und vor allem nicht nur der Blick nach Osteuropa ist vernachlässigt, was Transformation betrifft, aber eben auch nach Westeuropa zu schauen und Südeuropa hat da auch nochmal eine extra Rolle. Also es ist schon eine komplexe Sache, aber man muss es halt versuchen, gleichzeitig zu denken. Das ist schon schön, das macht dann auch Spaß. Und als Grundlage der Demokratie ist auch noch ein Stichwort, über das wir jetzt noch eine Stunde weiterreden könnten. Leider nicht hier oben auf der Bühne. Ich würde aber gerne noch was zu dieser neuen Plattform sagen. Bitte mit Mikro wegen. Ja, zu dieser neuen Plattform sagen, also 89 bis 92. Ich freue mich darüber sehr, weil es nämlich an der Zeit ist, auch schon mal genau hinzugucken, was haben wir denn aus dieser Zeit aufzuarbeiten, was ist uns gut gelungen und was ist ganz und gar misslungen. Also ein ganz persönliches Beispiel ist, ich war ja in dieser Zeit Bildungsministerin in Brandenburg und wir haben allerhand Probleme zu lösen gehabt natürlich, auch was wird mit den Lehrerinnen und Lehrern aus der DDR-Zeit und so weiter. Aber was mir immer noch ganz schwer im Magen liegt, weil ich da glaube ich, ein Versäumnis auch zu verantworten habe, ist, dass die Jugendhilfeeinrichtungen ratzbatz alle privatisiert wurden und dort überhaupt keine Überprüfung oder Sicht des Personals stattfand. Ja? Das werfe ich mir heute wirklich noch vor. Es ging damals alles so schnell und hunderte von Schulen waren zu reformieren und die Lehrpläne und dies und jenes. Das ging nicht alles. Da glaube ich, hat jeder auch seinen Schäflein beizutragen, was wir damals versäumt haben, was wir heute anders sehen. Und ich finde, dass darüber ist inzwischen auch zu reden. Ja, Sie sagen und schon, was die vierte Generation Ostdeutschland jetzt auch anspricht, ne? Also die nach mir kommen, die haben die haben auch noch eine Idee davon, obwohl sie in den 90ern oder 2000ern geboren sind. Also das gibt sich transgenerational weiter, sowohl die Holocaust-Erfahrung in Israel als auch die Diktaturerfahrung in Deutschland. Ja. Vielen Dank. Es war, was Sie eben angesprochen haben, das Thema Aufarbeitung der Aufarbeitung. Das wäre dann vielleicht der nächste Schritt. Erstmal waren das heute Einblicke in die Erinnerungsdebatten. Vielen Dank.
Hier auf der Bühne war das das Programm. Allerdings können wir gleich noch draußen weitersprechen, bei einem Happen und einem Schlückchen, so wie ich das verstanden habe. Und wer noch tiefer in die Erinnerungsdebatten eintauchen möchte, natürlich jederzeit mit dem Portal vom Umgang mit der Vergangenheit 1989 bis 1992 von der Bundesstiftung Aufarbeitung und dem Ostbeauftragten. Und damit sage ich von hier schönen Dank und noch einen schönen Abend. Danke, danke.